Es gab mal eine Nummer von Geier Sturzfluch, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Und das bitte im Mitklatschrhythmus. Und da ging eine Neutronenbombe hoch vom Kölner Dom und über München knallte ein Atompilz. Da habe ich mich so aufgeregt, dass ich gesagt habe, Kinder, was hat das mit Schlagern zu tun? Und da sitzen Menschen, die gar nicht zuhören und klatschen mit. Und dann wird es auch noch Nummer eins. Danke. Weiter, meine Damen und Herren, mit Ihrer Nummer eins. Die goldene Eins für Geier. Jetzt müssen wir umschalten an der Stelle, denn da haben wir den Geier schon. Da ist er. Jetzt mache ich auch noch Regie von hier unten. Das ist Geier Sturzflug und zum zweiten Mal eine Eins für Besuchen Sie Europa. Wenn im Canale Grande U-Boote vor Anker gehen und auf dem Petersplatz in Rom Raketenabschussrampen stehen, überm Bazar von Ankara ein Bombenteppich schwebt und auf den Hügeln des Olymps sich eine Pershing 2 erhebt, dann ist alles längst zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Vor dem alten Kölner Dom steigt ein Atompilz in die Luft und der Himmel ist erfüllt von Neutronenwaffelduft. Wenn in Paris der Eiffelturm zum letzten Gruß sich westwärts neigt und in der Nähe von Big Ben sich Tatis halten blühen zeigt, dann ist alles längst zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Wenn aus der Haute Cuisine ein Hexenkessel wird, wo sich der Koch aus Übersee seine alte Welt flambiert, da wird gelacht und applaudiert, denn selbst der Kellner kriegt einen Tritt. Was bleibt uns außer der Kultur? Wir wünschen guten Appetit, denn dann ist alles längst zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Dann ist alles längst zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Solange es noch steht, 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 solange es noch steht. Geier Sturzflug und die neue Nummer 1 in Berlin bei der 169. Ausgabe der Hitparade. Und diese Leute, die von solchen Themen reden, das sind die Ersten, die bei ihrer Schallplattenfirma dreimal die Woche anrufen und sagen, was haben wir verkauft, was haben wir verkauft. Aber die kommen nicht auf die Idee und sagen, so, jetzt werde ich das Geld, was ich hier mit Tschernobyl eingenommen habe, für die Tschernobyl-Opfer stiften. Aber sie reden darüber, dass Cindy und Bert und dass Jürgen Drews und dass Herr Costa Cordalis und Rex Gildo, das könnte ich einige Namen nennen, fröhliche Lieder singen. Ich finde, fröhliche Lieder haben mit einer Schlagerparade etwas zu suchen. Das andere ist ganz einfach etwas, wo ich sage, wir haben heute Sendung und wir haben Tagesschau-Sendung. Verzeih mir, wenn ich heute zuerst nenne. Wir haben genug Nachrichtensendungen und wir haben alle Zeitungen und wir können alle lesen. Hat man nicht eigentlich das Recht, frage ich mich, am Abend, wenn man nach Hause kommt, einmal absolute Entspannung zu haben? Muss man auch im Schlager noch die Welt kaputt machen? Das muss nicht sein.